Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS22 im Money Town Projekt zusammen mit dem lieben Sinnfrei. Moin Moin. So, und es regnet immer noch. Ja, etwas. Aber ich muss irgendwie hier unten rum bei dir. Was ist innen? So, Feld 19, das. Das ist irgendwo unten bei dir. Also unten. Ich musste bei dir auf dem Hof. Ja, das ist doch. Da kam ich besser hin. 19? Das ist doch. Ach so. Ja. Und. Warte mal. Ja, unter Feld 15 lang. Genau. Da mäht einer. Ja, das bei Regen, ne? Gut, du machst ja Silage, von daher geht das ja. Aber hey, wär's schwieriger. Naja gut, mähen könntest du ja. Ja, aber... könntest es nicht trocknen, wirklich. So. Ui. So. Abschließen. Boah, gerade nochmal 12.000. 12.000 ist hier auf der Map eigentlich viel. Eigentlich. Generiere. Das ist der erste Wegpunkt. So. Ja. Der fährt auch noch seine Runden. So, eins, zwei. So, starten wir jetzt den dritten. So, ich bin aber mal kurz am Telefonieren. Ja, alles klar. So, meine lieben Freunde. Plan ist für diese Folge die Silageballen fertig. Die kriege ich ja fertig. Ich hoffe dann drüben, der ist dann auf der 79 fertig. Ja, hoffe ich. Oh, sieht gut aus. Er dürfte es fertig bekommen. Ich hoffe, das Feld 19, dass er das fertig bekommt, noch in der Folge. Dass ich... also, den Ballen... gut. Den Ballen wickelt er noch. Da kommt der liebe Sinnfrei angefahren. Auch einige Ballen wieder runtergekommen. Die lasse ich hier liegen. Schon wieder der nächste Zucker da. Wahnsinn. Ich müsste mal gucken, was sagt. Der hier ist schon wieder ne. Oh. Gut. Ja, waren knappe 3000. Guter Preis, um ehrlich zu sein. Ein echt guter Preis. So, ich werde dann aber erst einmal. Ich habe schon wieder 20.000 Liter Milch hier drin. Was? 15.000 werde ich ungefähr verkaufen, denn ich habe hier nur noch 2.310 Liter. Den Rest verkaufe ich.
So. Zurück. So, ich bin mal gespannt, was mir die Milch bringt. Ich hoffe, die bringt mir ein bisschen was wieder. Oh, ich sag mal, wenn ich die 20.000 verkaufen würde, würde ich bestimmt 22.000 ungefähr bekommen. Will ich aber nicht. Ich will ja einen kleinen Teil behalten und einen Teil verkaufen. Heißt, 15.000 verkaufe ich. Und die restlichen gehen dann in die Produktion rein. Ich krieg ja sogar was. Heißt, 16.000, 4.000 gehen dann in die Produktion. Oder der Rest, was jetzt noch über ist, was ich dann mit den Zweien nicht wegbekomme, geht dann rein in die Produktion. Was sagt denn Produktion überhaupt? Die Produktion sagt, wir haben Hafer noch ein bisschen was drin, ich habe noch ein bisschen Milch drin. Zuckerrüben geht zur Neige, aber habe ich keine mehr. Raps habe ich noch drin. Also es ist noch von allem genug da, sage ich jetzt mal. Zwar jetzt keine riesen Mengen, aber es sind noch genug so da, dass ich nichts nachfüllen brauche. Heißt, dass ich noch schön sammeln kann. Denn einiges werde ich bloß immer mal ein bisschenweise auffüllen. Aber wie gesagt, es sind nicht mehr viele Folgen. Es sind nur noch 30 Folgen. Knapp 4 Wochen und die Folgen sind echt schnell vorbei gewesen. Muss ich ehrlich zugeben. So. Ja, was machen wir mit dem Geld? Normalerweise reizte mich das Feld beziehungsweise das Feld. Aber das Geld habe ich halt noch. Nee, mir fehlen für das eine Feld fehlen mir noch 80.000. Für das andere fehlt mir noch 100.000. Gut. Weswegen ich mir das noch nicht leisten kann. Aber da hinten wären Sonnenblumen drauf, oder? Auf der 96 wären Sonnenblumen. Ich könnte halt gucken, ob meine Dings. Dann könnte ich es mir leisten. Dann könnte ich mir die 96 kaufen, wenn die Ballen fertig sind, kann ich sie mir verkaufen. Ja, hier sind Sonnenblumen drauf. Das war bloß 50% überhaupt nicht gedüngt, aber das wäre ein. Ja, hier muss ich hin. Ein gutes Geschäft. Na. So. Der Rest, den ich jetzt hier lade, geht in die Produktion. Dass die weiter produzieren kann, falls sie leerlaufen sollte. Was eigentlich nicht passieren könnte. So. Okay. Da kann ich jetzt mal gucken gehen, was machen die Ballen hier? 95%, die kann ich einsammeln. 95%, die kann ich schon anfangen einsammeln. 95, 96, ja. Die kann ich anfangen einzusammeln. 1000, oder? So, den Mist verkaufe ich dann auch gleich. Der geht dann gleich weg. Ich schmeiß hier. Ich gucke mal, was habe ich misttechnisch da? 26.000, also knapp 27.000. Die verkaufe ich dann. Habe ich hier überhaupt gedüngt schon? Ja, auch 100% gedüngt, aber die anderen Felder sind, glaube ich, noch nicht. Das ist nur das eine Feld. Die 99 gedüngt. Genau. Dann fange ich erstmal an mit Düngen. Bevor ich die Ballen. Vielleicht sind dann die Ballen in der Zwischenzeit schon fertig. Ich fahre erstmal über den Kercher. Macht man so. Kercher freut sich. So.
Dich habe ich dran. Beides hebe ich an. Macht sich besser. Oh, hier sind sogar hier sind ja auch zwei Paletten. Oh Gott. Hier hatte ich ja ein paar verkauft. Es wird schon wieder 216 nachgerutscht. Nice. 512. Die sind 9 Monate. Die sind auch 9 Monate. Habe ich welche, die ich schon nachproduzieren könnten? Nein. Die 9 Monatigen bleiben jetzt noch. Denn die können noch ein bisschen bringen. Die anderen sind noch nicht so weit. Dass ich die verkaufen könnte, beziehungsweise dass die schon kleine Tiere, kleine Schweinchen bringen können. Oder kleine Ferkel. Deswegen verkaufe ich die jetzt noch nicht. Die müssen jetzt noch bleiben, bis sie geschlechtsreich sind. Und dann kaufe ich sie, gebe ich sie ab. Dann lohnt sich's erst. So, die Ballen. Sind wieder einige Ballen runtergekommen. Meine Güte. Und zack. Eigentlich war das ja mal eine Schafweide hier. Aber habe ich ja alles abgerissen. Wirklich alles. Bis auf den Kuhstall, den habe ich stehen lassen. Habe ich ja erst nachträglich gekauft. Hier ein Schnäpper. Und ich muss sagen, seitdem ich das habe, den Kuhstall habe, läuft es von alleine. Ich muss zwar immer wieder das Kuhfutter kaufen, aber es läuft. Wo ich sage, es läuft. Definitiv. Feld 19 ist schon 70% fertig. Meine Güte. So. Wiese Nummer 1 ist fertig. Dann könnte ich rein theoretisch mit ihm hier. Was? 90% hat er gesagt. Ist fertig. Ach, 70% erst. 16.000 Ernten. Sind bloß Rüben. Rüben sind jetzt nicht so, was mich umhauen würde. Deswegen. Muss ich schauen. Weil ich könnte Rüben und dann daraus Zuckerrüben machen. Das wäre eine Variante. Da muss ich mir nochmal überlegen. Die könnte ich nebenbei ein bisschen laufen lassen. Das, was überbleibt von den Zuckerrüben, ja, das mache ich. Schwierig. Abwarten. 3.000 muss ich dann erstmal ans LU überweisen. Habe ich halt 17.000 plus gemacht. Ist jetzt egal. Sag mal, im Endeffekt Lohn, die müssten ganze Zeit nur laufen bei mir. Das ist durchweg. Weswegen ich sage, muss nicht sein. So. Aber wir sind jetzt in der Dienstagsfolge. Es wird spannend. Wir sind wirklich auf das Zielgeraden. 140. 150? 140? Weiß ich jetzt gerade nicht. 150 haben wir gesagt, glaube ich. Oder? Oder haben wir 140 gesagt? Weiß ich jetzt gerade nicht. Jedenfalls sind wir auf der Zielgeraden. 140 haben wir gesagt, genau. Wir sind auf der Zielgeraden. Es wird 4 Wochen, sage ich gleich, wird es einen Livestream geben.
zum Abschluss. Dann bin ich ein paar Tage nicht da. Und dann vielleicht ein bis zwei Wochen später kommt ein neues Projekt. Mal schauen, wie es läuft. Ob wir das gestemmt bekommen. Oder ob wir ...91%. Ja, jetzt ist er gleich fertig. Das ist gut. Das freut mich, denn dann lasse ich den Helfer hier auf das Feld fertig machen. War mit dem. So. Huch. So. Dann habe ich dich fertig. Dich schaffe ich dann weg. Und kann... Helfer ist fertig. Nice. Hä? Ach, der Helfer ist fertig. Okay. Bist du ordentlich gemacht? Ja, ist ordentlich gemacht. Einwandfrei. So, dann schwinge ich mich da rein. Er fährt zu dem anderen Feld, was ich noch habe. Zu 118 ist das, glaube ich. Ich dachte schon, er ist fertig, aber... Ja, erst bei 98%. Jetzt ist er fertig. Okay. Da unten. Ah. Abgeben. Abgeschlossen. Gehen. 128.000. So. Zusammenklappen. Und dann geht's weiter auf das Feld von mir. Die 100. Die 78. Denn da... Was mache ich denn da drauf? Boah, jetzt hatte ich Raps drauf. Nochmal eine Runde. Weizen. Auf das große werde ich, glaube ich, Weizen jetzt mal drauf machen. Oh Mann, ich muss hier echt in Einsicht fahren. Wenn man nicht viel sieht. Ich glaube, da werde ich mal sowas wie Weizen oder so drauf machen. Oder ein paar Sojabohnen. Sojabohnen bringt ja ordentlich Kohle. Hallo, hallo, hallo. Oh, hallo? Ja. Hallo. Hallo. Soll ich dir was erzählen, oder wie? Oder darf ich dir was erzählen? Jo. Aber gut, meine lieben Freunde, das war's auch schon wieder von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst das Däumchen da, schreibt in die Kommentare. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal bei uns auf dem Discord-Server vorbeischauen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Genauso wie der YouTube-Kanal vom lieben Sinnfrei. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Haut rein und tschüss. Ciao, ciao.